Big applause for Josef Jachen! So lustig, immer auf der Bühne macht sie die ganze Zeit Scherze über mein Oberteil, aber hinter der Bühne fragt sie, ob sie sich's auspacken darf! Und die Antwort ist nein! Aber wir sind schon ein bisschen im Thema drin, also ich möchte heute über was Stressiges reden, nämlich über den Klimawandel. Aber gute Nachricht, ist vorbei, haben wir überwunden. Ja, es ist so, nämlich weil es gibt im Supermarkt keine Plastiksackerl mehr beim Obst und Welttemperatur hat es bemerkt und ist einen Grad runtergegangen. Klima ist noch immer im Arsch. Aber ich finde halt so, der Klimawandel hat halt auch so positive Seiten, über die man nicht so oft spricht. Und eine dieser positiven Seiten ist die Flugscham. Ja, kennt wer die Flugscham? Flugscham ist, wenn Leute, die immer oft geflogen sind, wenn die nicht mehr so gerne mit dem Flugzeug fliegen. Und jeder hat so wie in dem Freundeskreis. Also die machen, fahren nach Schwechat und da machen sie gleich Facebook-Check-In am Flughafen und dann posten sie off to Berlin oder off to New York City. Und dann machen sie halt das immer gleiche Foto von der Tragfläche vom Flugzeug auf Instagram und dann das restliche Wochenende ist eine niemals enden wollende Insta-Story mit 90 Elementen oder so. Und ich habe halt auch... Seit es diese Flugscham gibt, fahren sie halt trotzdem noch auf ihre City-Trips und auf ihre Mädelswochenenden und auf ihre Jungswochenenden. Aber sie posten halt nicht so viel auf Social Media drüber. Und, ich habe jetzt so eine Freundin, die ist ein bisschen süchtig nach Städtereisen, ist die Claudia. Und hab die letztens getroffen und habe so gefragt, so Claudia, was hast du am Wochenende gemacht? Und sie hat gesagt, ah, das Wetter war so schön, ich war in Koblenz spazieren. Und ich sage, na Claudia, stimmt nicht, du warst in Barcelona. Und dann sagt sie, nein Josef, ich war in Koblenz spazieren. Und dann sage ich, ja Claudia, aber erstens, am Wochenende war das Wetter nicht schön. Zweitens sind es da an deinen Fingern Kastagnetten. Und drittens steht auf deinem T-Shirt I love Barcelona. Und dann ist die Claudia halt zusammengebrochen und hat gesagt, ja, Josef, stimmt, aber der Flug mit Laudamotion hat nur 17 Euro gekostet. Und ich habe ihr dann halt geholfen und es war dann, ein bisschen war es dann so wie in so einer RTL 2 Doku-Soap über Messis, also... Wir waren dann bei ihr in der Wohnung und haben den Kasten aufgemacht und da ist uns dann entgegengekommen halt so lauter Kühlschrankmagneten, Rom, Paris, London, lauter so Rollen von Porträts von ihr, von schlechten Straßenkünstlern. Und in der Ecke hat sie so einen Sack gehabt mit Reiskörnern und auf jedem Reiskorn ist Claudia gestanden. Also die... Claudia ist vermutlich die einzige Person in ganz Wien, die sich ein Claudia-Risotto kochen kann. Und aber ich habe ihr geholfen, weil ich einfühlsam bin. Und bin einfühlsam, weil ich schwul bin. Beziehungsweise bin ich schwul, weil ich einfühlsam bin. So ein Hände-Ei-Problem. Und es ist halt als schwuler Mann, was man da halt besonders gerne macht, sind Outings. Möchte mich auch jetzt vom PCC-Publikum outen. Soll ich mich outen? Ich war halt früher selbst jemand, der gern auf Städtereisen gefahren ist. Ja, früher Städtereisen war total was Geiles. Also ich habe mir dann halt immer so, wenn ich vorhin gefahren bin, habe ich mir immer super, ich habe vorher Lonely Planet gekauft. Und bin dann immer gegangen in die angesagten Kneipen und habe dann dort einen Kaffee bestellt, mein Handy angesteckt und bin dann so 4 Stunden geblieben. Und ich habe mich halt so hingestellt und die Arme ausgebreitet und die Atmosphäre genossen in Barcelona mitten am Fahrradweg. Oder habe so Airbnb gebucht und habe damit ganze angesagte Viertel unleistbar gemacht für ärmere Bevölkerungsschichten. Und es war einfach besonders schön.
Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen weggekommen von den Städtereisen und geholfen dabei haben mir vor allem so die Städtereisenden, die nach Wien gefahren sind. Weil die habe ich halt immer so ein bisschen geheim bemitleidet. Und jeder weiß, warum die nach Wien fahren. Es gibt diese eine Studie, die Mercer-Studie. Also Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja, jeder kennt es. Keiner weiß, wie diese Studie zustande kommt. Also diese Studie ist eine empirische Studie. Es gibt halt so 30 Probanden, die fahren halt in jede Stadt der Welt und kaufen dort Lodenbekleidung und fragen im Supermarkt nach einer zweiten Kasse. Und dann wird der Blutdruck gemessen. Und wo der Blutdruck dann am niedrigsten ist, ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Es ist halt immer Wien, kommt immer Wien raus. Und ja, das bringt ja, das ist halt komisch, also weil wenn man hier lebt, kennt man halt auch so die Schattenseiten. Und die Schattenseiten werden am offensichtlichsten, also wenn halt Leute von außerhalb kommen. Weil dann hat man zwar nicht Flugscham, aber dann hat man dieses Phänomen der Wien-Scham. Wer kennt die Wien-Scham? Ja! Ja, ja. Judith kennt die Wien-Scham. Also irgendwie Leute kommen und man kommt dann drauf, so die eigene Stadt ist gar nicht so cool. Also halt so, jeder kennt es, man hat Gäste aus Berlin und die sagen halt so, oh ja, wo kann man hier so krass feiern? Und jedem, also mir fällt dann halt immer nur ein, so Wiener Schnitzel essen. Und dann auf 4 Bier in Future Garden. Die Berliner sind dann immer ganz enttäuscht. Oder wenn man so Leute da hat aus London und die fragen dann, ey, wo ist denn das coole, hippe, bustling Trendviertel? Und man führt sie dann halt auf die Maria-Hilfer-Straße. steht dann da um 22 Uhr und in einer Viertelstunde kommen nur 3 Personen vorbei. Und ja, und das Schlimmste ist mir, glaube ich, vor 2 Wochen, da war ich essen mit einer Italienerin, mit einem Griechen und mit einer Finnlandschwedin. Und wir haben uns unterhalten so über diese ganzen neuen sozialen Bewegungen, die gerade entstehen. Also halt so letztes Jahr die Gelbwesten in Frankreich und in Libanon und Chile, also egal wo man hinschaut. Und die Frage stand dann so ein bisschen im Raum, warum gibt es das nicht in Wien? Und die Finnlandschwedin war die Wortführerin. Sie hat dann gemeint, it's because they never had a revolution. Und deshalb werden wir halt alle so untertänig und wüssten gar nicht, wie das geht, so richtig aufmüpfig, aufbegehren und so. Ich bin halt nur da gesessen und habe mir halt so gedacht, ja, sie haben recht. Wien-Scham. Ja, ja, ist so. Applaudieren ist auch schwer. Aber ich habe mir halt so ein bisschen Gedanken gemacht, also wie man eins dieser Probleme überwinden kann, also dieses ganze unnötige Städtereisen, und habe da ein Modell entwickelt. Soll ich euch verraten? Ja. Also das Modell ist, dass man halt so quasi für jeden Ballungsraum könnte man einen Bezirk widmen als Städtetourismusbezirk. Also das ist halt quasi, da macht man halt so einen Bezirk und da baut man dann halt hin so einen Segway-Verleih und so eine Brücke, wo die Verliebten ihre Vorhänge schließen. Und du gibst dann halt irgendwie so ein paar Leute hin, die halt golden angemalt sind und sonst nichts machen. Und dann halt irgendwie so der Städtebaubezirk, und ich finde halt so in Wien könnte man das halt geben so nach Aspern oder in die Seestadt. Und das wäre dann halt ganz cool, weil dann der Städtetourismus, weil irgendwie das Ganze dann halt irgendwie so weit weg genug ist, dass die ganzen Städtetouristen dort sind.
aber es ist nah genug, dass man nicht mit dem Flugzeug hinfliegen muss. Dankeschön.